Spaß noch. Ja, danke, viel Spaß beim Fahrradfahren. Danke. Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, heute auf Biken TV, und zwar geht es um ein Thema, da interessiert mich mal total eure Meinung und vor allen Dingen auch eure Erfahrung. Also es geht um die Bikehasser. Ich halte jetzt mal kurz an. Ich bin hier am schönen See zu Hause in Olsberg, in der Nähe von meinem Büro. Und ich hatte jetzt die Woche einen Lehrgang in Bonn, also wo ich Mountainbike-Fahrtechniktrainer ausbilde. Ich tue mal unten in den Link unten rein, wer da Interesse dran hat. Aber was mir da passiert ist, was uns passiert ist, hat mich echt vom Hocker gehauen. Ich habe ja früher 8 Jahre in Bonn gelebt und da gab es schon so ein paar Bikehasser, aber das waren so ein paar Rentner, keine Ahnung. Ab und zu kam mal einer und hat einen Spruch reingedrückt. Also Cotton Force war das, nicht Siebengebirge. So, das muss ich natürlich noch ergänzen, weil ich es gerade gesagt habe. Im Siebengebirge, das ist bei Bonn, gibt es wirklich Bikeverbote. Die haben da so einen Wegeplan vor einigen Jahren eingeführt, wo für Biker, auch teilweise auch für Wanderer, ganz viele Wege gesperrt wurden. Und das wird mit Rangern auch überprüft. Also bitte da jetzt nichts verdrehen. Ich fahre natürlich nicht mit irgendwelchen Leuten ins Siebengebirge. Genau, es geht einfach um normale Wälder, wo das normale Waldbetretungsrecht gilt. Und in NRW sind wir nicht in Baden-Württemberg, wo es leider, ja, in Baden-Württemberg mit der 2-Meter-Regel. Wir sind auch nicht in Österreich, wo es sehr seltsame gesetzliche Verbote gibt. Hier ist es einfach nur, wenn irgendwo ein Weg offiziell für Biker gesperrt ist, dann ist das auch offiziell mit genehmigten Schildern auch so. Zum Beispiel in Sauerland gibt es, beim Rothaarsteig gibt es auch Passagen, die für Biker gesperrt sind. Genau. Aber wir verhalten uns rücksichtsvoll miteinander, lassen die Leute vorbei, grüßen freundlich, kennt ihr alles, und dann ist es kein Problem. Ich wollte nur noch mal das Thema mit dem Siebengebirge auf jeden Fall sagen, da bitte meiden, leider kein bikefreundliches Gebiet. Aber was jetzt da uns begegnet ist, in den paar Tagen, wo ich da war, wurden wir massiv angefeindet, meistens so Ü70 Leute, und mich interessiert total, wie geht ihr denn damit um, wenn euch jemand so negativ anpöbelt, oder man sieht schon jemanden so auf einen zukommen und merkt, der hasst Mountainbiker. Manche drücken ja nur einen Spruch rein, manche wollen dann direkt irgendwie davon überzeugen, dass es überall verboten ist, und so weiter. Also das ist ja schon echt krass, und normalerweise, wenn du irgendeine Trainerfortbildung machst und du bist da gerade, hast ein paar Hütchen, dann sagen die Leute, hey cool, was macht ihr denn da? Und da gibt es aber auch Leute, die sofort einen Mountainbiker sehen und direkt total die Krise kriegen. Und wo ist dann der nächste Schritt? Dann zum Drahtseilspannen, Bikerfalle aufstellen. Was hattet ihr denn in euren Orten alles schon? Also ich habe mich da mal umgehört von Bonner Kollegen, die meinen, es wäre echt schlimm geworden in Bonn. Und ja, das schockiert mich ein bisschen. Hier im Sauerland ist es ja Gott sei Dank meistens ein ziemlich gutes Miteinander. Hängt aber auch damit zu sagen, dass es seit 20 Jahren auch Mountainbike-Tourismus, also ungefähr ein bisschen mehr, gibt es ja hier. Also wirklich so Hotspots wie Winterberg, Willingen, aber auch in anderen Orten gibt es halt die Bike-Arena-Routen. Dann haben sich alle mal an einen Tisch gesetzt, der Forst, die Touristiker, und konnten da gute Regelungen finden. Und viele fahren ja auch selber Fahrrad, und durchs E-Mountainbike sind es ja noch mal mehr geworden. Also hier geht's eigentlich. Wie ist denn bei euch? Habt ihr viele Konflikte? Ja, interessiert mich mal. Und was mich auch interessiert, wenn diese Bikehasser, wenn die mich hier mit meinem Hollandrad hier im Wald treffen würden, würden sie mich dann auch anmeckern oder nur, wenn ich auf dem Mountainbike sitze? Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie sollen wir damit umgehen? Seid ihr deeskalieren? Versucht ihr die zu beruhigen? Ignoriert ihr die? Oder versucht ihr zu diskutieren? Habt ihr die Paragraphengesetze im Kopf, wo man argumentieren kann, ja, das ist aber nicht verboten, hier zu fahren? Und so weiter und so fort. Ich bin mal ganz gespannt. Ich schreibe in die Videobeschreibung den Link zum letzten Video, wo es nochmal um Trailverbote gibt, um so Fake-Schilder, wo dann verboten sein soll, wo es gar nicht verboten ist. Und nochmal dabei die Trail-Rules, wie man sich selber rücksichtsvoll verhält als Biker, um solche Konflikte auch präventiv zu vermeiden. Ich bin gespannt, und schreibt es mal rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.